Hey Leute, hier ist Kai von Schwarz auf Weiß. In diesem Video gibt es mal wieder ein Book Haul. Ich stelle euch 10 Bücher vor, die in der letzten Zeit bei mir eingezogen sind. 6 Sachbücher und Ratgeber und 4 Romane sind darunter. Ich habe alle Bücher selbst gekauft. In diesem Video sind dieses Mal also keine Rezensionsexemplare dabei. Ein Buch, das meine Freundin empfohlen hat und auch schon ein paar Seiten vorgelesen hat, ist hier von Elena Collen. Die gute Frau ist Biologin und Journalistin, lebt in England und ihr Buch heißt Die stille Macht der Mikroben. Dieses Sachbuch beschäftigt sich mit unserem Mikrobiom, also den Bakterien in unserem Darm. Das sind hier ungefähr 350 Seiten. Meine Freundin hat es aber super schnell gelesen, war total aus dem Häuschen. Das, was ich bisher von dem Buch so mitbekommen, gesehen, gelesen habe, gefällt mir auch ziemlich gut, auch stilistisch ziemlich gut. Es ist sehr klar, es ist spannend geschrieben und man kann dem Buch auch gut folgen. Insofern freue ich mich auf die Lektüre und bin dann gespannt, mehr über die Bewohner unseres Darms zu erfahren, die verschiedenen Bakterienstämme und wie wir zum Beispiel durch eine bestimmte Ernährungsform unsere Gesundheit verbessern können. Jo, wir waren gerade in Thailand im Urlaub und in Thailand ist mir der Lesestoff ausgegangen. Und auf Koh Tao habe ich mir in der Inselbuchhandlung von Jo Nesbø hier den Roman Macbeth geholt. Dieser Thriller ist Teil einer Buchreihe, in der zeitgenössische Autoren wie Margaret Atwood und andere Shakespeare-Stücke aufgreifen und in die heutige Zeit übersetzen. Ich habe im Urlaub schon die ersten 150 Seiten hier gelesen. Macbeth ist hier ein Drogenfahnder. Das ganze Setting ist ziemlich dirty, die Sprache auch. Das hat mir sehr gut gefallen. Trotzdem bin ich dann beim Lesen jetzt nach dem Urlaub ein bisschen ins Stocken geraten und muss mal schauen, ob ich in der nächsten Zeit überhaupt dazu komme, die Lektüre fortzusetzen. Das ist für mich jetzt kein Mussbuch, es war auch ein spontaner Kauf. Wer aber Thriller mag, der fährt hier auf jeden Fall mit Nesbø ziemlich gut. Das hier ist mein aktueller Quartalskauf bei der Büchergilde. Er ist jetzt noch eingepackt. Hans Magnus Enzensberger, Überlebenskünstler, 99 literarische Vignetten. Ich habe bisher nur ein bisschen drin geblättert, aber wie der Titel schon verrät, sind es 100, knapp 100 Porträts von Autoren des 20. Jahrhunderts. Enzensberger porträtiert die auf jeweils ungefähr 2 Seiten. Das Ganze ist natürlich sehr pointiert und auch sehr süffig geschrieben, weil Enzensberger jetzt nicht irgendwie nüchtern hier das aufschreibt, sondern auch immer seine Meinung einfließen lässt. Dann habe ich mir 2 Bücher über das Gehirn und unser Denken geholt, ebenfalls im Thailand-Urlaub. Neurologic, hier geht es um das Bewusste und das Unbewusste und die Frage, was geistige Gesundheit überhaupt ist. Und es geht vor allem darum, wie wir Entscheidungen treffen. Also sind Entscheidungen ein bewusster Akt oder laufen in unserem Gehirn Prozesse ab, die wir gar nicht immer so verstehen und die vielleicht einer ganz eigenen Logik folgen. Gekauft habe ich das mehr oder weniger blind in der Buchhandlung. Das Thema hat mich interessiert, also so ein bisschen die Katze im Sack hier. Und ich hoffe, dass es eine gute Lektüre wird. Und passend dazu habe ich mitgebracht Willpower Doesn't Work. Das ist eins dieser Karrierebücher bzw. so Selbstoptimierungsbücher, auf die ich ein bisschen stehe. Dieses Buch habe ich, wie gesagt, auch in Thailand gekauft. Und hier geht es darum, wie man so durch kleine Änderungen und neue Gewohnheiten besser lernen kann, seine Ziele besser erreichen kann und sich quasi selbst zum Erfolg hin manipuliert. Beim Reinlesen habe ich gemerkt, es geht auch um Motivation, es geht um Selbstsicherheit. Was mir gut gefallen hat, ist, dass es am Ende von jedem Kapitel hier eine Zusammenfassung gibt. Also ich werde euch ziemlich sicher von diesem Buch hier auf diesem Kanal noch mehr erzählen. Dann habe ich dann auf Instagram hochgehalten, If Cats Disappeared from the World, von Genki Kawamura. Das ist ein japanischer Bestseller, den ich dem literarischen Nerd empfohlen habe. Florian sehnt sich ja nach Japan zurück, ich kann es nachvollziehen. Könnt das Ganze mal auf Instagram auschecken, da gibt es ein
Hashtag dazu und da findet ihr sehr viele Bücher über Japan, japanische Romane und so weiter. Dieses Buch hier ist gerade mal 200 Seiten dick und es geht hier um einen Teufelspakt. Der Ich-Erzähler ist tödlich erkrankt und er erkauft sich zusätzliche Lebenszeit dadurch, dass er einen Pakt mit dem Teufel schließt und immer mehr Dinge von der Welt verschwinden, ja, wie der Titel schon verrät, auch Katzen. Ich wollte mir dieses Buch schon vor ein paar Jahren kaufen und habe es jetzt in Thailand in der Buchhandlung gesehen, als wir schon am Flughafen waren, kurz vor dem Rückflug, habe es dann mitgenommen. Das könnte so ein Zwischendurchbuch werden, ist auch locker gesetzt. Also, mal schauen. Ja, noch ein englischsprachiges Buch. Ich habe warten müssen, bis dieser Titel in der Originalsprache verfügbar war. T.C. Boyle, Outside Looking In. Die deutschsprachige Übersetzung ist schon früher erschienen, weil Boyle in Deutschland ja eine riesen Fangemeinde hat. Und das Original musste im Verlagsprogramm erstmal seinen Platz finden, wie das halt so ist. In Deutschland kam es dann früher. Boyle greift immer wieder historische Themen mit fiktionalen Mitteln auf. Zum Beispiel wie bei den Terranauten, das Buch hatte mir ja schon sehr gut gefallen. Hier geht es jetzt um die Entdeckung des LSD. Ich freue mich wahnsinnig aufs Lesen und möchte euch an dieser Stelle auch nochmal die Erzählungen von T.C. Boyle ans Herz legen, die es bei Audible gibt, original gelesen vom Autor. Boyle ist ein wahnsinnig guter Vorleser seiner eigenen Geschichten und ich versuche es in diesem Fall jetzt mal mit der Lektüre des Hardcovers und nicht als Hörbuch. Übrigens gefällt mir das Originalcover hier besser als die deutschsprachige Version mit diesem krassen Neongelb, das ist mir zu augenkrebsmäßig. Dann noch ein Titel, den ich aus Thailand mitgebracht habe, der sich mit Gesundheit beschäftigt. The Beautiful Cure. Hier geht es um unser Immunsystem. Neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft sind hier drin und der Autor legt nahe, dass unser Immunsystem einen viel größeren Einfluss auf unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden, unsere Schlafgewohnheiten hat, als wir das so normalerweise denken. Klar, das ist jetzt so ein bisschen so eine Bleiwüste, wie das oft bei englischsprachigen Sachbüchern vom im Taschenbuchbereich leider ist. Ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum es jetzt dann doch noch eine ganze Weile dauern wird, bis ich da mal reingucken kann, aber gut, macht nichts. Dann, ich habe das gebraucht gekauft für 1 Euro und ich weiß gar nicht mehr wo genau. Italo Calvino, Die unsichtbaren Städte. Hier erzählt Marco Polo dem Mongolenkönig Kublai Khan von fantastischen und fiktiven Städten. Ist halt das sehr große Stück auf Italo Calvino, wie ihr wisst, wenn ihr diesem Kanal folgt. Dieses Buch gilt als eins seiner besten und ob das stimmt, werde ich noch erfahren und werde es euch dann hier auf diesem Kanal erzählen. Der letzte Titel, den ich euch in diesem Book Haul vorstellen will, ist noch so ein letztes Thailand-Souvenir. Wir haben da einen Kochkurs gemacht und wir haben auch eine Streetfood-Tour gemacht und passend dazu gibt es hier Bangkok Street Food. Hier sind mehr als 70 Rezepte drin, ganz viele Fotos und viele interessante Informationen über die thailändische Küche, über die chinesischen Einflüsse darin und so weiter. Es ist super aufgemacht, gefällt mir richtig gut. Die thailändische Küche kann ich euch auf jeden Fall empfehlen und wir werden hier mit Sicherheit ein paar Sachen nachkochen. Ja, das Buch hat uns so gut gefallen, dass wir es dann auch noch im Urlaub mitgenommen haben. Das war der Book Haul im Mai. Ich hoffe, es waren einige Bücher dabei, die euch interessieren konnten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.